Für die Weltfriedenskirche in Hiroshima wurden in den Hütten des Bochumer Vereins 4 Stahlglocken gegossen. Zur feierlichen Übergabe an die deutsche Jesuitenmission in Japan sagte Pater Lutherbeck: Die fleißigen Hände deutscher Arbeiter des Bochumer Vereins haben aus dem Stahl, dem Werkstoff des Krieges, einen Boten des Friedens geformt. Glocken, die mit eherner Stimme in Japan künden werden, von dem Willen der beiden Völker, eine neue Menschheit aufzubauen, in Frieden, Freiheit und Liebe. Hüttendirektor Tix übergab das Geläut an Pater Lutherbeck und dann erhoben die neuen Glocken zum ersten Mal ihre eherne Mahnung. Bei Tag und Nacht sollen sie in Hiroshima für den Frieden der Welt läuten.